Was war denn das? Male einfach einen Strich vor der Kunohada-Blüte zu deinem Körper. Ah. Perfekt. Wow, es ist schon ganz nützlich, einen Gott dabei zu haben. Du kannst Reben heranziehen, wenn die Kunohada-Blüte geöffnet ist. Jetzt guck dich um und suche nach einer anderen Blüte, die blüht. Mhm. Ja, hoch hinaus wollen wir. Und jetzt? Und darüber. Und wir haben es geschafft. Ah, und so haben wir auch eine Abkürzung gemacht. Also ja, von da unten aus können wir jetzt ziemlich einfacher nach hier oben. Das da drüben kennen wir, glaube ich, schon. Ach ja, hier ist alles zusammengebrochen, dank Isun. Zum Glück scheint das keine Reichweite zu haben, sondern ich muss einfach nur... Weg. Ich glaube aber nicht, dass ich da hinspringen muss. Oh, die ist verkehrt herum. Großartig, wir haben es auf die Spitze geschafft, aber es scheint eine Sackgasse zu sein. Hm, was ist das? Ein Haken. Will man da nicht einfach irgendwas dran binden? Ah. Nicht mich selber. Ach, der Spiegel verheißt nichts Gutes. Na, eigentlich wollte ich hier unten bleiben. Kerzen. Schatztruhen. Göttlichkeitstipps. Schriftrollen enthält nützliche Informationen. Heiliger Knochen ist. Ja, Göttlichkeitstipps. Das war das mit dem Glücksbringer. Hm.
Und habe ich es wirklich mit den Tasten Reiseführer. Göttlichkeitstipps. Verbinde Angriffe zu Kombos, um deine Göttlichkeit zu verbessern. Göttlichkeit erschafft eine Barriere, die Angriffe abwehrt. Das Finos kämpfen wie ein Feigling oder sterben in Wasser oder einer verflogenen Zone senkt deine Göttlichkeit. Das schwächt dich sehr und macht dich verwundbar. Ach, das sind die Symbole. Das ist also einfach meine Combo-Anzeige. Wir gehen da wirklich hinein? Wirklich? Bist du dir wirklich sicher? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Was ist hinter dieser Tür? Bist du sicher, dass wir bereit sind? Vielleicht sollten wir noch einmal nach draußen gehen. Sind wir bereit? Klar. Alles klar, lass uns gehen. Erst handeln, dann denken. Also ja, ich habe keine Ahnung, ob wir vor diesem Bossfight... Sieh, Ami. Dort ist ein goldenes Tor. Es wird alle Erinnerungen aufheben von dem, was du schon getan hast, wenn du durchschreitest. Auf diese Weise kannst du, falls du mal sterben sollst, von diesem Punkt weitermachen. Es ist ein Freifahrtschein, um von dieser Stelle mit deinem Spiel weiterzumachen, falls du mal etwas vergeigst. Aber es gibt auch Beschränkungen. Die gespeicherten Erinnerungen werden weggewischt, wenn du das Spiel beendest. Wenn du einen Ursprungsspiegel benutzt, um das Spiel zu speichern, dann werden deine Erinnerungen dorthin gebracht. Beide Möglichkeiten, das Passieren eines goldenen Tores oder das Speichern an einem Ursprungsspiegel, erlauben dir dein Abenteuer fortzusetzen. Nur dann können wir ja da mal durchgehen. Erinnerungen all deiner Taten sind im goldenen Tor gespeichert. Okay. Ja, aber Terrazzo geht einfach und merkt dann, dass da kein Boden mehr ist und fällt erst dann runter. Aua, gut gemacht, Fellknäuel. Ich sage andauernd, du sollst nicht rumträumen. Hey, da hat sich etwas bewegt. Wow. Guck dir mal diese große alte Blume an. Vielleicht sind wir hier auf etwas gestoßen. Solche Blumen sind normalerweise voller Schätze. Isun, das ist keine gute Idee. Oh, da ist der Hund. Hey, ist das da unten ein Hund? Wow, das war haarscharf. Hey, lass mich raus. Ich bin schon wieder mit deiner Sabber beschmiert. Hey, guck dir diesen Schatten an. Ich sehe 8. Warte, das kann nicht sein. Bist du dieser Hund, der hier herumschnüffelt? Ich werde nicht erlauben, dass du die triumphale Rückkehr meines Meisters ruinierst. Mhm. Deine Nase in Angelegenheiten... Ah, Spinnenkönigin soll das sein. Deine Nase in Angelegenheiten stehen, die dich nichts angehen. Wird dich umbringen. Sprich deine letzten Worte nach. Wie kannst du es wagen? Hund ist normalerweise nicht auf meiner Speisekarte. Aber ich werde bei dir eine Ausnahme machen. Was redest du da? Ich habe den Hund gesehen, den du verputzt hast. Und nebenbei, das hier ist kein Hund, sondern eine Göttin.
Nanu, die Bestie kann sprechen. Nur dann, ich werde dich zurückschicken, von wo du gekommen bist. Es wird nicht wehtun. Bleib einfach für einen Moment kurz stehen. Ich habe da so ein Gefühl. Dass wir ihre Beine irgendwie verbinden müssen. Ah, das sind Haken. Okay. Ja, ich kann sie einfach einhaken. Ah, praktisch. Das war unschlau von mir. Okay, wir sind wieder in irgendeiner Phase. Ah, das letzte Auge, das ist da drüben. Gut. Und so war Amaterasu in der Lage, die rebenbedeckten Ruinen zu durchqueren und die darin lauernde Spinnenkönigin zu besiegen. Der hässliche Spinnenkörper verwandelte sich in eine wunderschöne Blüte und ein Gefühl der Ruhe verbreitete sich in den Ruinen. Innerhalb der schönen Blüte war ein winziger und wehrloser Hund, den die schreckliche Spinnenkönigin vorher verschlungen hatte. Gerade als alles anfing sich zu beruhigen, erschien knurrendes Biest, eine Waffe, die lange Zeit von der Magie der Spinnenkönigin versiegelt worden war, vor den Augen von Amaterasu. Erhalten göttliches Instrument, knurrendes Biest. Spiegel mit dem Siegel des Biestes verleiht die Tintenkugeln Kraft. Die Spinnenkönigin hat eine heilige Waffe versteckt. Diese hinterlistige alte Hexe. Vielleicht werden wir mehr Waffen erhalten, wenn wir mehr Monster besiegen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, was diese Waffe kann.
Sieh dir das an, Ami. Der Hund schläft nur. Ich frage mich, ob das Umme ist. Du weißt schon, der Hund, den das Kind gesucht hat. Lass ihn uns zurückbringen, wenn er aufwacht. Aber zuerst, wie wär's mit einem schönen Siegesgeheul? Damit wächst du ihn vielleicht auf. Gibt's auch eine Kampfwertung? Ja. Die war wieder beschissen. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. Böser Hund, gib mir den Schlüssel wieder. Ich muss schnell Umme retten gehen. Hoch? Umme, bist du das? Bist du okay? Du bist doch nicht verletzt, oder? Das muss ganz schön unheimlich gewesen sein, so ganz alleine. Was ist los, Umme? Wegen deinem Hund, Junge. Er war tief in den Ruinen und er wollte anscheinend nicht gehen. Wirklich? Wieso, Umme? Bist du böse auf mich, weil ich ohne dich weggelaufen bin? Das verstehst du ganz falsch, Junge. Du denkst nur, dass du deinen Hund zurückgelassen hättest. Die Wahrheit ist, er wollte in den Ruinen bleiben. Er wollte? Aber warum? Vielleicht wollte er dir ein Beispiel geben, indem er dir zeigt, dass jeder, sogar ein Hund, ein Abenteuer erleben kann. Sieh es doch einfach mal so. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen einem Jungen und einem Mann. Sie sind erwachsen, bevor man sich versieht, und sie vollbringen große Taten. Ich verstehe. Also nehme ich an, du wusstest alles, Umme. Dass mein Vater mir gesagt hatte, dass ich die vom Sturm zerstörte Brücke wieder aufbauen sollte und wie ich versucht habe, dem auszuweichen, weil ich Angst hatte zum Versagen. Aber dein tapferes Abenteuer hat mich verändert. Du hast mir den Mut gegeben, Verantwortung zu übernehmen. Die Angelrute meines Vaters? Ich habe sie vor einiger Zeit im Wald verloren gehabt. Hast du sie in den Ruinen aufgeschnüffelt, ganz alleine? Nun, ich werde diese Brücke ganz alleine reparieren gehen. Junge, wird mein Vater überrascht sein. Oh, was zum Füttern? Du magst doch sicherlich Gras. Ja, da das unser erster Hirsch ist, lassen wir die Sequenz mal durchlaufen. So, das gibt es sicherlich auch wieder. Ja, 8 Punkte ist besser als nichts. So, und dann gucke ich mal kurz. Ah, der Spiegel ist ganz auf der anderen Seite. Hier wäre noch mehr zum Füttern, aber umsehen schauen wir und tun wir uns dann beim nächsten Mal. Hier wollte ich nicht hin.
Ja, ich wollte nach da unten. Weil hier unten bei der Wahrsagerin ist der Spiegel. So, und hier kann ich speichern. Wir nehmen einfach nochmal denselben Spielstand. So. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis dann.